Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Letztes Mal haben wir uns hier mit der guten alten Äffel unterhalten, die uns jetzt nicht mehr in den Hintern treten will. Sie will, dass wir mitkommen, also kann ich auch gleich wieder den Avatar kurz verschwinden lassen, weil wahrscheinlich eine Filmsequenz kommt. Oh, doch noch nicht. Ich dachte, da kommt jetzt instant eine Filmsequenz, aber ich soll hier nur hinterherlaufen. Äffel? Schön, dass der eine vorläuft, aber Äffel nicht. Wir haben hier ein paar Nebenquests auf jeden Fall zu holen. Das sehe ich von der Karte her schon. Und hier sind auch irgendwo ein paar Kanister, die ich mitnehmen muss. So, da drin ist wahrscheinlich eine Filmsequenz. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why is that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyann, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months? But... But? There's more? Even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris. Mom? Our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries! Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Mimi? Relax! We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah? Aww. Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it, till last year.
Yes, he died, fighting against Colony Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong! We're actually from Colony Gam... Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well, then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time, not much difference. just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends. Even if we're misunderstood. Huh? On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Das war aber mal ein dreckiger Typ, aber ich kann ihn auch irgendwie nachvollziehen, ne? Also ich wäre halt auch mega angepresst, wenn irgendwer beispielsweise Sunny über den Haufen ballern würde. Da wäre ich mega aggressiv auf die eine Person. Aber ich würde dann wirklich auf einzelne Personen und nicht auf eine ganze Gesellschaft gehen. Das war jetzt nur ein Musterbeispiel. Seht mich jetzt nicht als Rachemörder oder irgendwas in der Art. Ich bin Pazifist, ich würde es nicht tun. Ich wäre nur mega angefressen. Das wäre alles. Nee, das wahrscheinlich nicht. Wir sollten denen schon ein bisschen helfen. Irgendwie müssen wir ihnen ja helfen können. Die haben ja auf jeden Fall Nahrungsprobleme, ne? Da könnte man doch schon was machen, oder nicht? Aber ich würde wirklich gerne erstmal die beiden letzten Kanister finden. Scheiß doch drauf, wo man herkommt. Mit oder ohne Waffe? Irgendwie zweifle ich daran.
So, jetzt haben wir die Mission Informationsbeschaffung. Ah, okay. Ich muss auf diese Ausrufezeichen achten. Du hast mir noch was zu erzählen? Das ist der, der so asozial gerade eben zu den beiden netten Damen war. Ja, das kann ich nachvollziehen. Sie hatten halt lange Zeit Krieg mit denen, ne? Ich habe mich mal gerade ein bisschen kleiner gemacht. So, erstmal will ich an diese Kisten drankommen. Außerdem, da vorne ist noch mal jemand, der reden will. Nämlich der Koch. Der Typ ist wenigstens nett. Wie käme ich denn daran? Über dieses Seil kann man nicht laufen. Das habe ich ja schon ausprobiert. Ach, da ist eine Leiter, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee. Ich frage mich wirklich, wie man da dran kommt. So, du hast auf jeden Fall Informationen da hinten für uns. Zu viele Monster. Okay, das ist schon mal ein Problem hier in der Nähe. So, steht hier jetzt ein Container rum oder muss ich wirklich in dem Teil danach suchen? Weil ich weiß, dass mir hier noch einer fehlt. Ganz vorne müsste dann bin einer sein. Ne, der ist auf jeden Fall drin. Mit dem Riesenvieh da hinten lege ich mich nicht an, Leute. So, die Sanitäter wollen dann auf jeden Fall noch was von mir, ne? Beziehungsweise ich will wahrscheinlich eher was von denen. Hm? Und die brauchen auf jeden Fall medizinische Vorräte. Essen scheinen sie genügend zu haben. Okay, ich kann zuhören und so Informationen sammeln. Die können dann an Rastpunkten besprochen werden. Na gut, jetzt will ich aber erst mal die beiden Kisten finden. Ich denke mal, die eine ist direkt hinter denen da. Das wäre offensichtlich. Wo die andere ist, wissen wir, aber ich weiß nicht, wie ich dran komme. Ja, ich versuche die mitzunehmen, wenn man sie mal hat. Ja, da ist der Container. So, dann gucke ich jetzt erstmal, wie ich an den einen Container rankomme. Wir sehen uns gleich. Ich fand das Gespräch gerade da interessant, deswegen habe ich euch das mal eben gezeigt. Ich suche jetzt weiter nach dem Weg zu der einen Kiste. Okay, ich habe jetzt eine Weile lang rumprobiert. Irgendwie komme ich da oben nicht dazu. Wieso wird mir jetzt die Kantine angezeigt? I've already got food on the brain. Ah, jetzt habe ich hier die Besprechen-Option. Group chat first, right? Ja, die haben medizinische Probleme und die Monster.
Das ist ein Dilemma. Was könnten wir tun? Wir könnten ihm Materialien liefern. Okay. Das wäre nett. Wo ist was? Okay, Heldenmissionen heißen diese Mission. Oh. Hey, Yula! Got a second? What's up, Belliaris? It's the Commander. What's the Commander? Well, I haven't seen her for ages. Do you know where she is? I don't think we've seen her. Are you sure? You haven't seen her at all? Think very carefully. She wouldn't hesitate to die for the colony if it came down to it. But she's so strong that she'll bear any burden alone, however heavy. Look, if anything would have happened to her, then... Colony 4, then... Okay, okay. Calm down. Ugh. Sorry. Got carried away. Yeah. Yeah, don't worry. Look, if you see her, just tell me, okay? Sorry to... Da fehlt denen jetzt auch noch Äffel. Oh, das hat sogar sehr gute Erfahrung gegeben. Okay, wir haben ja jetzt eine Mission gerade im Fokus. Da kam ich nicht dran. Ich glaube, dafür fehlt mir noch irgendein spezielles Item. Oh, guck mal, ich kann mich hier wieder oben hören. Wir sind ganz spezielle Typen. Interesting news. Okay. Ich muss auf dieses Ausrufezeichen immer achten. Ich wollte nur gucken, ob jetzt hier noch irgendeine weitere Mission ist. Dann machen wir Mut und Dankbarkeit jetzt. Dafür muss ich ja offensichtlich in der Ebene wieder nach hinten laufen. Und hier ist noch eine Kiste für uns. So viel Geld. Nein, wir legen uns nicht mit dem riesen Viech da an. Das ist Selbstmord. Könnte ich die Schlange denn besiegen? Ich habe ja mittlerweile Ouroboros und den ganzen Kram. Ja, das ist ein Boss, den ich besiegen kann. Komm, ihr wollt doch auch noch einen Kampf heute haben. Angriffe, konzentrieren und Fusionstechniken an! Wie, du bewegst dich in die Großen rein! Kommt, Leute! Einwand draufhauen! Sie liegt. Es liegt.
Es kann nichts. Zack. Ich weiß, dass ich da unten was verkackt habe. Und jetzt, wenn alle nicht so 10 Kilometer auseinander stehen würden. Ja, ein Ouroboros ist ready. So, oh my blood. So, Gruppenheilung. Ultimative Technik. Na los, komm da her, du Riesenschlange. Die machen wir platt. Du überlebst keine 3 Minuten. Für die Schlange bin ich wirklich so stark. So, es schwankt, hau das um. Ich hätte gern hier. Danke. Dann machen wir sie endgültig platt. Okay, physische AP verringern. Erstmal alle heilen. Hat irgendwer... Ja, ich. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich würde fragen, ob irgendwer Schwanken hat. So, Kriegskunst. Dann machen wir jetzt nächstes den tapferen Angriff. Und nochmal hier für alle. Du bist nicht von Tral. Heile Techniken haben mit Ohnmacht zu tun. Das muss ich mir merken, dass sich da was ändert. Das Vieh wird an der Angriffskette auf jeden Fall sterben. Jetzt ist es Zeit für ein Bombardement. Komm, machen wir diesmal die Abwehr runter. Es ist eh tot. Alles, was jetzt passiert, ist Bonus. Habe ich es innerhalb von 3 Minuten besiegt? Man weiß es nicht. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Die Mission machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.